nehmen mit Bedauern zur Kenntnis, dass Sie den Vertrag mit uns nicht mehr erneuern wollen. Ausgerechnet das Schlosshotel im Feld. Sie werden an den Wörthersee fahren und den Vertrag in Ordnung bringen. Fahren? Ja, oder Sie fliegen. An den Wörthersee? Nein! Raus! Du meine Güte. Also los, 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 ich muss noch heute Abend am Wörthersee sein. Das schaffst du nie. Wieso nicht? Weil du dich verfahren wirst. Ich werde mich nicht verfahren. Du wirst. Mensch, Meier, hab ich heute eine Chance. Mir gefällt der jede, sogar der Blöde. Mensch, Meier, Rudi, mein Wagen ist gestohlen worden. Wollen Sie mitfahren? Stimmt, ich bin Judy von Ihnen. Wir hatten eine kleine Panne. Ja. Ja, mit unserem Rolls-Roller. Bitte. Was sollen wir denn in dem Hotel? Du musst mit München telefonieren und ich möchte etwas essen. Aber wir haben doch kein Geld. Mit Geld kann jeder telefonieren und essen. Man wird uns rausschmeißen. Eine Dame wie mich schmeißt man nicht raus. Grüezi wohl am Wörthersee. Sie sind Schweizer? Nur wenn ich aufgeregt bin. Nichts ist schlimmer als ein Hotel, das gut geht. Wieso? In einem Hotel, das gut geht, sind auch Gäste. Und Gäste sind Sargnägel. Und dafür braucht man einen Hammer. Ich wollte mich Ihnen gerade als Hammer anbieten. Ja? Du bist nicht mit Gold zu bezahlen. Der wäre der Richtige. Du meinst, das Hotel wäre das Richtige. Der gefällt dir nur deshalb nicht, weil du total unmusikalisch bist. Aber dafür gefällt mir das Hotel. Ja, ich sehe schon wieder doppelt. Jetzt wissen Sie, dass wir zwei sind. Ach Quatsch, dem glaubt doch keiner, was er sagt. Ich gehe baden. Ich habe noch nie als Frau gebadet. Willst du mal eine Frau beim Baden zusehen? Danke, nein. Ich telefoniere und dann nichts wie weg. Also, Fräulein Eva, Sie müssen mir unbedingt helfen. Kleider, einen Ausweis, Geld? Nein, ich bin nicht verrückt. Was ist denn los mit Ihnen? Sind Sie vielleicht dem Chef begegnet? Ist er denn hierher abgereist? Er ist heute Morgen hinuntergefahren. Ins Schlosshotel Feld. Hallo! Bitte, klopfen Sie hier nicht herum. Das ist die Rezeption eines anständigen Hotels und kein Klopfbalkon. So, das glaube ich nicht, dass hier ein anständiges Hotel ist. Warum? Weil Sie hier der Portier sind. Ich möchte gerne den Hotelbesitzer sprechen. Den Hotelbesitzer? Ja. Da kommt er gerade. Ach. Der? Ausgerechnet der? Ja, aber das weiß niemand außer ich. Wer ist denn dieses Weibsbild? Eine Reisebürobesitzerin. Eine Reisebürobesitzerin? Ja. Hölle mit der Himmelreich. Ich habe diese Geschichte endgültig satt. Nein, du hast heute Nachmittag ein Rendezvous. Mit wem? Mit meinem Chef. Meine Existenz steht auf dem Spiel. Wenn du dich heute Nachmittag nicht mit ihm triffst, dann fliege ich raus.